Alexa, schalte die Lampe ein. Okay. So, wir sind weiterhin bei Medion auf der IFA 2017. Ich bin Marco für Gigatech unterwegs und Medion macht ein bisschen auf Amazon Echo bzw. Amazon Alexa. Es wurde ein neuer Speaker vorgestellt, der sehr, sehr an den Echo erinnert. Ist auch so ein runder Speaker omnidirektional, das heißt schallt in alle Richtungen und hat natürlich auch den Sprachassistenten Alexa integriert, wie ihr gerade im Intro gesehen habt. Die Bedienung verläuft ein bisschen anders, weil beim Echo kann man ja hier nur sein Rad drehen und hier die Lautstärke ändern. Hier habt ihr noch ein paar Buttons auf der Rückseite. Unter anderem kann man hier Aux-In, also man kann hier einen Audioeingang reinlegen. Geladen wird er über Micro-USB, Power-Button, Play-Button und man hat hier auch die Lautstärke, Ein- und Ausschalter und man kann auch das Mikrofon hier muten. Das Ganze ist mit so einem Stoff überzogen, fühlt sich eigentlich sehr wertig an. Ich hatte den jetzt ein bisschen im Betrieb mit Musik, muss sagen, soundqualitätstechnisch reicht er nicht ganz ans Pendant von Amazon ran. Allerdings kostet dieses Stück nur knapp 100 Euro, also 99 Euro. Bei Alexa bzw. Echo sind wir, glaube ich, gerade bei 130 Euro in der Amazon-Aktion. Medion positioniert das Ganze natürlich auch mit seinem Smart-Home-System, das ich euch ja schon mal vorgestellt habe. Im dementsprechenden Artikel verlinken wir euch natürlich auch unter dem Video. Und Medion setzt auch ganz groß auf die Integration mit dem eigenen Smart-Home-System. So kann man per Spracheingabe alle möglichen Geräte steuern. Ihr habt das eh schon gesehen im Intro, die Lampe kann man ein- und ausschalten. Man kann sie aber auch per Sprachbefehl dimmern. Dazu braucht man allerdings sehr spezielle Begriffe. Am Anfang habe ich mit Dim das und das, Dim zum Beispiel die Lampe probiert, hat nicht funktioniert. Man muss tatsächlich sagen, Alexa, Lampe auf 50%. Okay. Das dauert dann ein bisschen und ihr seht, das funktioniert dann auch. Genau das gleiche kann man auch mit dem Ventilator hier daneben machen. Wenn ich sage, Alexa, schaltet den Ventilator ab. Okay. Dann stoppt in diesem Fall auch der Ventilator. Grundsätzlich ist das aber eine nette Idee. Es ist leider nicht so, dass das out of the box funktioniert. Man muss das schon zuerst einrichten. Das heißt, man muss den Alexa Speaker mit der ganzen Anlage verbinden. Da gibt es auch noch nicht eine eigene App dafür. Das ist über eine externe Third-Party-App. Muss das mal integriert werden, dann mit einem Amazon-Konto verbunden werden. Und wenn man dann die Alexa-App auch besitzt und dort ein Konto hat, dann kann man das eben mit den dementsprechenden Geräten verbinden. Was auch noch schön ist an diesem Speaker, er ist Multiroom-tauglich. Und wir zeigen euch das jetzt mal in der Einblendung. Medion hat auch ganz, ganz viele Multiroom-Speaker neue vorgestellt. Sehr, sehr schönes Design und da kann man wählen zwischen einem kleineren, größeren und einem mit integrierten Subwoofer. Und die kann man dann in allen möglichen Zimmern aufstellen, mit diesem Speaker auch verbinden und somit den Sound der Anlage quasi in alle möglichen Räume pushen. Das ist ja mit dem normalen Echo-Speaker noch nicht möglich. Schauen wie gesagt sehr, sehr hochwertig verarbeitet aus, diese Multiroom-Speaker, die neue Serie von Medion. Und glaube ich, macht auch einiges her und zumindest soundqualitätsmäßig auf jeden Fall besser als dieses kleine Teil hier. Ja, vielleicht noch ein kurzes Wort, weil ich das noch nicht angesprochen habe. Er funktioniert tatsächlich auch im Batteriebetrieb, wie ihr seht, auch vielleicht ein kleiner Vorteil gegenüber dem Amazon Speaker. Ich weiß jetzt leider nicht, wie lang die Batterielaufzeit beträgt, werden wir euch unten einblenden. Das war ein kurzer Blick. Wie gesagt, Qualität müsst ihr natürlich bei Medion ein paar Abstriche machen. Dafür kommt das Ding für einen Preis von attraktiven 100 Euro auf den Markt. Schaltet den Ventilator aus. Der Name Alexa wird Alexa ausgesprochen. Die Betonung liegt auf der zweiten Silbe. Ja, super.